Gerd Müller. Morgen wird der größte Torjäger, den Deutschland je hervorgebracht hat, 75 Jahre alt. Er selbst lebt seit 5 Jahren in einem Pflegeheim, demenzkrank. Und in Bild hat heute seine Ehefrau Uschi sehr ausführlich gesprochen, wie es ihm geht. Sie sagt unter anderem, er ist immer ein Kämpfer gewesen, war immer sehr tapfer sein Leben lang. Der Gerd schläft seinem Ende entgegen. Er ist ruhig und friedlich und ich glaube, er muss auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber. Herr Marcel Reif, als ich den Text von Raimund Hinko vor ein paar Tagen zum ersten Mal las, muss ich sagen, habe ich mit den Tränen kämpfen müssen. Ging es Ihnen? Genauso. Genauso. Ich hatte das Vergnügen, ihn, weiß nicht, ein paar Mal zu treffen. Und irgendwie, weiß ich, mochte der mich, weiß ich, jedes Mal, wenn wir uns sahen. So. Und als er noch weitestgehend fit war, haben ihn die Bayern mitgenommen in der Entourage bei Champions League Spielen. Und dann saß er in der Lobby und ich war auf dem Weg zu Bayern, um mit dem Trainer vorher zu reden, weiß nicht, irgendwas. Und er saß, unterhielt sich mit Leuten und ich sehe ihn und gehe hin und dann springt er auf. Und ich sage, Gerd, würdest du bitte sitzen bleiben? Wieso? Weil ich komme zu dir runter, nicht du stehst auf. Der guckte mich an, das hatte der gar nicht in seinem Weltbild. Jetzt nicht, wirklich nicht pro domo, sondern einfach, so war der. Das, wenn jemand kommt und man begrüßt, dann steht man auf. Gerd Müller, von dem Franz Beckenbauer gesagt hat, als er, das wissen Sie, ne? Als er sein Präsidentenamt dann niederlegte und Hoeneß wurde dann gewählt, hat er in einer Rede vieles gesagt, aber für mich der Kernsatz war, ich werde euch nicht reinreden, hat er natürlich immer noch dann, aber Hoeneß und Rummenigge, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber eins müsst ihr mir versprechen, ihr kümmert euch um den Gerd. Weil Beckenbauer vielleicht der große Künstler, der große, dem alles so leicht fiel, wusste, was das alles wert gewesen wäre ohne Gerd Müller. Also, das ist eine Ikone für mich so im besten, im allerbesten Sinne. Als Fußballer, ja, alles. Gibt die Statistiken, die muss ich ja nicht noch rumpolieren. Aber als Mensch und als Figur, und das war mir eine Ehre und ein Vergnügen, ihn zu treffen. Wir haben jetzt über Monate verhandelt und ich muss noch mal sagen, wir finden das Angebot wirklich sehr gut, sehr fair, wettbewerbsfähig, vor allem in der heutigen Zeit. Und wir haben beim letzten Gespräch dem Berater von David auch gesagt, dass wir bis Ende Oktober Klarheit haben wollen und eine Antwort. Denn für so eine wichtige Position und Personalie wollen wir auch Planungssicherheit haben. Das sind wir dem Verein und den Fans schuldig. Wir haben bis gestern nichts gehört gehabt. Daraufhin hat unser Sportverstand Hasan Salihamidžić nochmal aktiv bei dem Berater nachgehakt und die Antwort war, dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Und daraufhin haben wir uns jetzt entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr. Nochmal, ich habe den Verdacht, er wollte schon länger woanders hingehen. Schwankte noch ein bisschen und jetzt hat er sich entschieden. Ich bin mal gespannt, ob er anderswo so glücklich wird. Das Angebot jetzt eigentlich nicht Ikone, das habe ich vorhin zum Glück verschwendet, schon das Wort nicht verschwendet, sondern angemessen bei Gerd Müller gebraucht. Eine Größe, über die Jahre beim FC Bayern zu bleiben, auch über sein Gekicke hinaus, reizt ihn nicht so sehr, aber das ist legitim. Nochmal, bitte nicht moralisieren an der Stelle. Und die Summe, wie gesagt, die anderen kriegen es auch. Das Geld ist irgendwie da. Ist es verrückt? Ja, gern alles, aber ist so. Die Frage ist, wo geht er hin? England soll er nicht so von begeistert sein. Juventus wollte ihn. Juventus braucht, weil, wie gesagt, nochmal Bonucci und Chiellini, irgendwann wird man ja auch in Italien können sich immer mit einer über Ü40 Meister werden. So, was bleibt denn da noch groß? Spanien? Ja. Bei Real tut sich auch ein bisschen langsam, auch Piqué etc. Barcelona, Piqué, Ramos. Aber ja. Barcelona steht vor, also ist finanziell pleite oder kurz City, vor der Pleite. City, Herr Guardiola braucht doch Abwehrspieler, kauft ihn mittlerweile, hat eine halbe Milliarde ausgegeben und sind immer noch nicht gut genug. Also und möglicherweise ist es das, aber es ist ein anderer Fußball in England, das weiß er. Das ist,
nicht die feine, immer die ganz feine Klinge. Und daran kann man sich bei Bayern gewöhnt haben. Schalke spielt morgen im Pokal-Nachholspiel gegen Schweinfurt, in Klammern vierte Liga. Würden Sie auf Schalke setzen? Schaffen die ihren ersten Pflichtspielsieg? Normal ja, aber was ist normal mit Schalke? Wetten würde ich nicht, nein. Nein. Ketchupflasche, den Vergleich haben Sie gehört. Manuel Baum hat ja seine Mannschaft mit der Ketchupflasche verglichen. Wenn man oft genug draufschlägt, kommt ein dicker Blub unten raus. Was macht man mit der Ketchupflasche, wenn sie leer ist? Wenn sie leer ist, können Sie drauf klopfen, bis der Arzt kommt. Wird nichts passieren. Und das Geklopfe, wenn es dann richtig mal Platz macht, ja, macht man sich. Ist eine schöne Sauerei. Also, ja, der Vergleich kommt von irgendeinem Stürmer. Ich weiß nicht, Ronaldo hat das, glaube ich, selber mal gesagt. Als Stürmer, du triffst nicht und auf einmal triffst du, schießen sie dich an, du kannst gar nicht so schnell weglaufen und schon triffst du wieder. Ja, aber wir sind bereits im Metaphern-Modus bei Schalke, habe ich den Eindruck. Sinnvoller wäre, sie würden mal so Fußball spielen, dass du das Gefühl hättest, da kann was werden. Das war auch am Freitagabend harte Kost. Aber nochmal, sind in der Situation, mehr als Prinzip Hoffnung habe ich nicht. Sehe ich auch nicht.